So, und damit sind wir schon drin. Dann wollen wir mal schauen. Wir haben jetzt neue Skills erlernt, so wie ich das mitgekriegt habe. Können wir hier auch? Ach nein, geht nicht. Okay, schade. Hätte ja sein können. Gut, aber wir haben jetzt jedenfalls schon mal hier Meditation, die Sachen und ja, im Kampf der XI-Move. Können wir den jetzt schon? Scheint so. Gut. Schmettern 1000 Nadeln. Wir gucken mal kurz, wie das geht. Maus, Linksklick 4-mal oder öfter. Rechtsklick festhalten und dann loslassen. Okay. Gut zu wissen. Wir wollen die Sachen ja mal ausprobieren. Oh. Das war, glaube ich, der XI-Move. Sah gut aus. Und das war der andere, die 1000 Nadeln. Na komm her. In die Fresse. Bams. Gefällt mir. Schön, schön. Und da haben wir Eisenerze erhalten dafür. Eben will ich jetzt nochmal an Gnollen ausprobieren. Und oh, hallo. Der metzelt sich hier durch. Ach so, er braucht die Ausdauer auf. Alles klar. Nett. Kommt gut, wenn man sich die Gegner mal vom Hals halten will, denn mit diesem Dauerfeuer, das ist natürlich dann schon, da kann ja kaum jemand in die Nähe kommen eigentlich. Wow, der war cool. Das gefällt mir. Weg mit dem Scheißzeug hier. Wunderbar. Das sammeln wir noch fix ein. Stoff, das ist schön. Wir brauchten noch Stoff für irgendwas. Ach, für diesen komischen Helm, ne? Oh, ich wollte eigentlich den Teller haben. Wollte es nochmal probieren. Aber gut. Oh, zu kurz. Auf die Mütze. Nochmal auf die Mütze. Jawohl, ja. Und finish it. Ein Gärtner könnte auch mal wieder hier. Also ein Gärtner tut schon Not irgendwie, ne? Also es sieht so ein bisschen unkontrolliert aus, wobei es sieht schon. Doch, eigentlich ist es schon halbwegs gleichmäßig hier. Ach, diese Mütze, die ist schrecklich. Mich deucht, ich hätte gedrückt, dass ich die nicht sehe, aber sie ist ja da, nicht wahr? Können wir die nicht hier. Hm. Ach, das ist bloß in der Stadt. Das ist ja blöd. Gut, dann müssen wir mit dieser blöden Lederkappe halt rumrennen, bis wir mal einen ordentlichen Helm haben. Wir wollen ja sowieso auf einen Helm hinarbeiten. Von daher passt das ja. Bisschen Zerstörungswut der Zerstörungswut freien Lauf lassen. Holz! Falls wir ein Feuerchen zwischendurch machen müssen, könnte ja kalt werden. Könnte ja plötzlich Wintereinbruch geben oder sowas. Da ist ein Stück Holz immer gut, um sich ein Feuerchen zu machen. Oder um sich lästige Gnolle vom Hals zu halten. So, mein Freund. Da metzeln wir uns mal durch. Und hier, pam, pam, pam. Der hat's hinter sich. Aber der nicht. So, Freunde. Jetzt wird aufgeräumt. Eins A. Und weiter geht's. Also ich muss sagen, das. Oh, das. Da laufe ich nicht rein. Könnt ihr vergessen. Ich muss sagen, das Spiel gefällt mir sehr gut. Ich habe mich auch in dieses Kampfsystem irgendwie schon so ein bisschen verliebt, auch mit diesen vielen Gegenständen. Was aber natürlich zu sagen ist, das muss man natürlich auch mal festhalten,
die Freiheiten sind natürlich schon ziemlich begrenzt, wenn man immer bloß in irgendwelche Kampfgebiete kommt, indem man mit diesem Schiff fährt. Also es ist alles sehr eingegrenzt hier. Das mag man finden, wie man will, aber ich finde, die Story ist bis jetzt... Ja, also mir gefällt es, ist relativ abwechslungsreich, dass man immer mal was anderes machen muss und es ist mal mit irgendwelchen lästigen Händlern, irgendwelche Freundschaften wieder kitten oder was weiß ich, weiß der Teufel was. Eins, ja super, einen Schadenspunkt haben wir verursacht. Ja, und das finde ich schon ganz schick gemacht, gefällt mir. Man hätte natürlich auch an den Häusern irgendwie was anders machen können, also dass man die Häuser wirklich betreten kann. Möchte ich auch mal festhalten. Pams, in die Fresse. Und nochmal zur Sicherheit. Ja, man hätte an den Häusern natürlich noch was drehen können, dass man die wirklich betreten kann. Aber gut, das ist mal was anderes, sagen wir es mal so. Ich finde es ganz interessant dargestellt und es stört mich ehrlich gesagt nicht. Also es ist... Der Spaß, den man so beim Rummetzeln hat, der entschädigt einen eigentlich ganz gut dafür. Und wenn ich sehe, wie man sich dann noch ausrüsten kann, wie die Rüstungen da noch den Charakter ein bisschen verändern können, dann ist das schon ganz nett und dann kann man da auch drüber hinwegsehen, dass man am Anfang das Gesicht zum Beispiel nicht wählen konnte, also dass man da eigentlich das alle in Einheitscharakter benutzen, weil man das Gesicht dann wahrscheinlich durch den Helm sowieso nicht sieht. Aua. Noch was? Nicht so, gut. Pams. Gibt's hier denn was? Nicht so, oder? Hier auch nicht. Okay, dann gehen wir einfach mal weiter. Hi. Und dann treten wir mal hier lang und schauen mal, oben, unten. Wir gehen mal unten lang. Oder auch nicht. Oder? Doch, wir gehen unten lang. Hm, ist eine Sackgasse. Doof. Aber wir können natürlich das hier mitnehmen. Mal das Leben ein bisschen... Hallo? Hallo? Geht's noch? Aua! Jawoll! Gemetzel! Na, wenn das mal nicht nett war, wo kam die denn jetzt an? Von wo kam die denn jetzt? Was zur Hölle? Die explodieren? Stirb! Das war doch mal äußerst nett gewesen hier, dieses Gefecht. Kann man denn hier Leitern erklimmen? Das finde ich... Kann man! Cool! Ich bin begeistert. Ja, dann kraxeln wir hier mal fix hoch. Da oben gibt es ja ansonsten auch nichts auf dem Weg. Hier, nimm den mal mit. Man weiß ja nie. Klingt irgendwie ungesund. Irgendwas schreit hier. Ach so, diese blöden Viecher wieder. Diese Blutegel oder was das darstellen soll. Nett. Grizzly Pranke! Das ist der Grizzly Pranke! Ich war zuerst. Hier, friss das! Was war das? Hey, na warte du Drecksack. Friss das! Voll ins Gesicht!
Hey, ich bin doch schon zurückgewichen. So, noch ein Speer? Hier. Ich töte dich! Ich hab's gerade nicht so mit Ausweichen, glaube ich. Und stirb! Und stirb! Ja! Zerfleischt! Huch. Was war das denn? Auf jeden Fall haben wir den ordentlich weggepfeffert hier. Einmal quer durch die Ruinen gekickt haben wir den. Weißes Gnollleder, supi. Gnollnagelkeule. Verbesserungsstein, nehmen wir gerne mit alles. Noch ein Verbesserungsstein, schön. Und noch ein Verbesserungsstein, na supi. Kann man immer gebrauchen. Ich nehme an, die werden dann für Waffenverbesserungen sein oder sowas. So, damit haben wir auch dieses Quest geschafft. Erkundung abgeschlossen, nicht wahr? Und wir sind Level 10, Leute. Wenn das mal nichts ist. Also, wir kommen voran. Style-Daten A, Kampfdaten A, Rang A. Da haben wir uns doch jetzt einen Rang ausgesucht, den wir hier bekleiden können. Und der ist gar nicht so schlecht, finde ich. Rang A ist schon okay. 10 Minuten 34 Sekunden, schön passt. Ja, mit den Gefechtspunkten, da ist natürlich eigentlich noch einiges rauszuholen, um das Level zu komplettieren. Dazu müsste ich die ganzen Spüre der Ehre durchgehen und die ganzen Bonusbelohnungen wenigstens einmal erledigt haben. Aber egal. Jetzt erstmal im LP geht es natürlich darum, dass wir die ganzen Levels mal kennenlernen, beziehungsweise ich die euch näher bringe und ich kann ja offscreen dann vielleicht noch ein bisschen weitermachen. Vielleicht habt ihr es auch, vielleicht hat es irgendjemand festgestellt, am Anfang der Aufnahmesession war ich Level 6 und ich glaube, als ich aufgehört hatte mit der ersten Aufnahmesession, war ich Level 4 gewesen. Da hatte ich das eine Quest offscreen einfach normal gemacht, weil ich noch irgendwas, ich glaube, ich wollte den Schwur der Ehre noch machen, den zweiten oder irgendwas. Und erlange 100 Punkte der Gefechtsquest Wind durch die Ruinen, ja, das habe ich doch gemacht schon, oder? Ja, sollte erfüllt sein, denke ich mal. Also nicht, dass sich jemand wundert in der Kontinuität der Levels hier. Das ändert ja sowieso nichts und Skills lerne ich immer mit euch zusammen.